Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Ausnahmezustand in der Türkei ist offiziell beendet. Präsident Erdogan hatte ihn direkt nach dem Putschversuch vor 2 Jahren erlassen, für den er die Gülen-Bewegung verantwortlich machte. Seitdem regierte er mit Notstandsdekreten und baute seine Macht aus. Zehntausende Menschen wurden festgenommen, fast 130.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert. Betroffen waren auch pro-kurdische Oppositionelle und Menschenrechtler. Die EU begrüßte das Ende des Ausnahmezustandes, zeigte sich aber besorgt wegen neuer Antiterrorgesetze. Nach dem Ende des Ausnahmezustands im Rechtsausschuss des türkischen Parlaments. Die Regierungspartei AKP hat ein Paket an Terrorabwehrgesetzen vorbereitet, das heute diskutiert wurde. Die Opposition kritisiert, die Gesetze würden den Ausnahmezustand durch die Hintertür fortsetzen. Stimmt kommende Woche das Parlament für die Gesetze, dann können in Zukunft Provinzgouverneure die Bewegungsfreiheit in deren Provinzen bis zu 15 Tage einschränken. Staatsbedienstete sollen auch weiterhin schnell entlassen werden können. Man institutionalisiert dadurch den Ausnahmezustand. Man hebt diesen auf, hat aber Regelungen, die alles beim Alten belassen. Das ganze Land wird einbezogen, indem man sämtlichen Provinzgouverneuren große Befugnisse gibt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Türkei begrüßt zwar das Ende des Ausnahmezustands, hat aber ebenfalls Zweifel, ob sich wirklich etwas ändert. Leider sieht es aufgrund der Gesetze, die vom Parlament verabschiedet werden sollen, so aus, als ob harte Maßnahmen auch ohne den Ausnahmezustand fortgesetzt werden. Wirtschaftsverbände haben Erdogan immer wieder aufgefordert, den Ausnahmezustand zu stoppen, denn die Einschränkung des Rechtsstaats sei Gift für Investitionen. Das könnte ein Beweggrund gewesen sein. Seine Kritiker glauben jedoch, die Hauptgründe seien der Sieg bei der Präsidentschaftswahl und die Einführung eines Präsidialsystems. Dadurch und durch die zukünftigen Terrorgesetze seien Erdogans Machtbefugnisse so groß, dass ein Ausnahmezustand gar nicht mehr nötig sei. Israel hat sich per Gesetz zum jüdischen Nationalstaat erklärt. Eine knappe Mehrheit der Parlamentsabgeordneten stimmte in der vergangenen Nacht für das umstrittene Gesetz. Hebräisch ist danach einzige Amtssprache, Arabisch hat nur noch einen Sonderstatus. Vor allem soll die Entwicklung jüdischer Gemeinden gefördert werden. Premierminister Netanyahu sprach von einem historischen Moment. Vertreter der arabischen Minderheit kritisierten das Gesetz als rassistisch. Sie rufen Apartheid, Apartheid, zerreißen demonstrativ das neue Gesetz, unmittelbar nachdem das Abstimmungsergebnis von 62 Ja zu 55 Nein-Stimmen verkündet wurde. Damit wird Israel künftig als Nationalstaat für Juden definiert. Dies ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte des Zionismus, erklärte Premier Netanyahu. Er wolle damit Versuche blockieren, Israels Existenzrecht in Frage zu stellen. Das Gesetz wird Teil des Grundgesetzes, das in Israel als de facto Verfassung dient. Viele der Klauseln sind zwar eher symbolisch, legen längst geltende Tatsachen wie etwa Israels Flagge oder jüdische Feiertage fest, aber etwa 20% der israelischen Bevölkerung gehören der arabischen Minderheit an. Ihre Sprache, Arabisch, soll künftig nicht mehr Amtssprache sein, nur noch Hebräisch. Das Gesetz ist ein Hassverbrechen, sagt der arabische Abgeordnete Ahmed Tibi. Es ist vollkommen diskriminierend gegenüber der arabischen Minderheit. Ein im Vorfeld besonders umstrittener Paragraph wurde aber nach heftiger Kritik entschärft. Ursprünglich sollte er es Gemeinden erlauben, nur noch Bewohner mit demselben Glauben und derselben Nationalität zu akzeptieren. Jetzt heißt es, der Staat ermutige und fördere die Entwicklung rein jüdischer Gemeinden. Das Gesetz sieht auch eine Stärkung der Beziehungen zwischen Israel und den jüdischen Gemeinden in der Diaspora vor. Aber das American Jewish Committee zeigte sich tief enttäuscht, erklärte, das Gesetz gefährde die Verpflichtung der Gründerväter, Israel zu einem jüdischen, aber eben auch demokratischen Staat zu machen. Nach einer wochenlangen Offensive durch Truppen von Machthaber Assad geben Regierungsgegner in Syrien eines ihrer letzten Gebiete auf. Wie Staatsmedien und die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte melden, stimmten die Rebellen einem von Russland vermittelten Abkommen für die Provinz Quneitra zu.
Zehntausende Flüchtlinge sollen nun in ihre Heimatorte zurückkehren können. Die Nachbarländer Israel und Jordanien hatten den Menschen die Aufnahme zuletzt verweigert. Viele von ihnen suchten deshalb in der Rebellenenklave Bosra Schutz. Zurück im Alltag, in der vagen Hoffnung auf ein wenig Sicherheit. Nach einer Odyssee aus dem Osten Daras in den Süden. Hier in Bosra sind Tausende gestrandet. Sie leben auf der Straße, in Schulen und Zelten, bei sengender Hitze. Das Trinkwasser ist knapp, auch Nahrungsmittel und Medikamente. Viele sind am Rande der Verzweiflung. Überall wird geschossen. Wo sollen wir hin? Lasst uns eines natürlichen Todes sterben. Wir sind völlig ausgezehrt von Krieg und Flucht. Der Siegeszug der syrischen Armee im Südwesten scheint unaufhaltsam. Nach wochenlangem Bombardement haben die meisten Rebellen kapituliert oder sind abgezogen. In Daraa und nun auch in Quneitra. Zehntausende suchen in der Grenzregion zu Israel und Jordanien Schutz vor Assads Truppen. Doch auch in den Golanhöhen ist kein Durchkommen. Hilfe fließt nur spärlich. Viele haben ihr Zuhause verloren. In Nawa liegen ganze Wohnviertel in Trümmern. Auch eine Klinik soll getroffen worden sein. Die UN mahnen, das Leben von Zivilisten zu schonen. Der Vormarsch Assads hat einen hohen Preis, eine Schneise der Verwüstung und massenhafte Flucht. Vor einem Jahr haben die USA, Russland und Jordanien eine Waffenruhe für die Region vereinbart. Der Bruch scheint folgenlos zu bleiben. Der Handelsstreit mit den USA hat weitere Konsequenzen. Weil Washington höhere Einfuhrzölle für Aluminium und Stahl verlangt, suchen die Produzenten jetzt weltweit nach anderen Absatzmärkten. Unter anderem drängen sie verstärkt in die EU. Deshalb erhebt Brüssel nun selbst befristet Sonderzölle auf Stahlimporte, um, wie es heißt, die Branche in den Mitgliedstaaten vor einem Überangebot zu schützen. Stahl, Stahl. Und nochmal Stahl. Seit Donald Trump die Einfuhr in die USA schwieriger gemacht hat, kommt offenbar mehr davon nach Europa. Ob aus China, Indien oder Südkorea, die Stahlindustrie stöhnt bereits und erwartet ein um bis zu 18% größeres Angebot in der EU. Deshalb sei es gut, dass seit heute auch Europa Sonderzölle kassiert. 25% auf alles, was zusätzlich kommt. Wir haben ein sehr, sehr großes Risiko, dass hier mehrere Millionen Tonnen Stahl in den europäischen Markt einfließen und den Markt dadurch gefährden. Das soll jetzt erstmal verhindert werden. Doch der EU-Kommission in Brüssel macht bereits ein noch größeres Thema Sorgen. Denn auch auf Autos aus der EU will Trump womöglich Extrazölle erheben. Während der Stahl- und Aluminiumhandel über den Atlantik rund 6,4 Milliarden Euro im Jahr ausmacht, wären es bei Autos 50 Milliarden Euro, gleich achtmal so viel. EU-Handelskommissarin Malmström sagte, ein solcher Schritt der USA wäre so wörtlich katastrophal. Die EU arbeite bereits an Gegenmaßnahmen. Die würden auch amerikanische Jobs schädigen und das ist schlecht. Wenn man einmal anfängt zu eskalieren, ist es schwer, wieder runterzukommen. Ob sich das noch verhindern lässt? Am Mittwoch reisen Malmström und Kommissionschef Juncker zum Krisengespräch nach Washington. Doch Donald Trump lässt bislang keine Kompromissbereitschaft erkennen. Erneut schimpfte er heute auf die EU und empörte sich über die Brüsseler Milliardenstrafe gegen Google. Entsprechend gering sind die Erwartungen an das Gespräch mit ihm. Ein bisschen Beruhigung, heißt es hier in Brüssel, wäre schon ein großer Erfolg. Kurz vor Ostern war der katalanische Separatistenführer Puigdemont auf Veranlassung Spaniens in Deutschland festgenommen worden. Seither wurde um seine Auslieferung gerungen. Jetzt hat das oberste Gericht in Madrid den Auslieferungsantrag offiziell zurückgezogen. Der Grund: Ein Verfahren wegen Rebellion gegen Puigdemont wäre in Spanien nicht mehr möglich. Denn das zuständige deutsche Gericht hatte eine Auslieferung wegen dieses Vorwurfs nicht zugelassen. In Spanien selbst bleibt der Haftbefehl gegen den Separatistenführer aber in Kraft. In Bonn haben mehrere hundert Menschen mit einem Tag der Kippa gegen Antisemitismus protestiert. Viele trugen zum Zeichen der Solidarität die Kopfbedeckung jüdischer Männer. Hintergrund ist der Angriff auf einen Juden aus den USA vergangene Woche. Der Mann war von einem Deutschen mit palästinensischen Wurzeln angegriffen worden. Danach hatte die Polizei fälschlicherweise das Opfer festgenommen und geschlagen. Bonns Oberbürgermeister Sridharan zeigte sich von dem Vorgang beschämt. Er betonte, Bonn stehe für Toleranz.
Nach jahrelangen Ermittlungen ist die Berliner Polizei gegen einen arabischstämmigen Clan vorgegangen. Es ist eines der größten Verfahren wegen Geldwäsche und organisierter Kriminalität. Die Ermittler beschlagnahmten 77 Immobilien in Berlin und Brandenburg. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Immobilien mit Geld aus Straftaten gekauft wurden. Von den 16 jetzt Beschuldigten leben einige im Libanon. Mehrere Männer des Berliner Clans wurden bereits wegen anderer Delikte verurteilt. Mit einer Bombe sprengten sie eine Berliner Sparkassenfiliale und raubten fast 10 Millionen Euro. Der Überfall von 2014 nur eins von mehreren aufsehenerregenden Verbrechen des Familienclans. Auch der Diebstahl einer 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum wird ihm zur Last gelegt. Die Beute bleibt bis heute verschwunden. Jetzt beschlagnahmten die Behörden insgesamt 77 Immobilien aus dem Vermögen des Neuköllner Clans. Ein Schlag, der nur dank des neuen Gesetzes zur sogenannten Abschöpfung krimineller Gewinne möglich war. Die Ermittler sehen den Schritt als großen Erfolg. Es ist ein Zeichen in Richtung organisierte Kriminalität, dass wir auch versuchen werden, die Geldmittel hier einzufrieren oder im besten Fall sogar abzuschöpfen, um einfach darzustellen, dass das in Deutschland möglicherweise nicht mehr lukrativ genug ist. Das Gesetz soll den Ermittlern den Kampf gegen Bandenkriminalität erleichtern. Bisher mussten sie beweisen, dass Vermögen aus konkreten Verbrechen stammte. Beschlagnahmungen wie die der Immobilien waren daher kaum möglich. Da hat man den Hebel angesetzt und jetzt ist die Beweislast umgekehrt. Das heißt, die Täter müssen, wenn es um organisierte Kriminalität geht, beweisen, dass das Vermögen eben legal erworben wurde. Bis dahin bleiben die Immobilien beschlagnahmt, zumindest vorläufig. Ein Gericht muss nun entscheiden, ob sie dauerhaft eingezogen werden. In Schweden sind infolge hoher Temperaturen und anhaltender Trockenheit Dutzende Waldbrände außer Kontrolle geraten. Landesweit wüten derzeit mehr als 40 Feuer. Wie der Katastrophenschutz mitteilte, stehen insgesamt rund 20.000 Hektar Wald in Flammen, eine Fläche etwa so groß wie Hannover. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden. Die Behörden baten andere Länder um Hilfe. Unter anderem sind Löschflugzeuge aus Italien und Frankreich im Einsatz. Für die kommenden Tage hat der schwedische Wetterdienst weitere Hitzewarnungen herausgegeben. Bei der Tour de France waren heute die Gipfelstürmer gefragt. Gleich drei hohe Berge waren auf der gut 175 Kilometer langen 12. Etappe zu meistern. Höhepunkt und Ziel die Skistation L'Alpe d'Huez auf 1850 Metern. Die meisten Kraftreserven hatte am Ende der britische Radprofi Geraint Thomas vom Team Sky. Der Träger des gelben Trikots konnte damit seine Gesamtführung ausbauen. Die Freude bei Geraint Thomas über den zweiten Etappensieg in Folge war riesengroß. Der Waliser verteidigte seine Gesamtführung auf der Königsetappe der Tour. Die dritte Bergetappe in Folge mit drei Bergwertungen der schwersten Kategorie war für drei deutsche Fahrer zu viel. Rick Zabel, Marcel Sieberg und auch Sprinter André Greipel mussten entkräftet aufgeben. 5 von 11 deutschen Fahrern sind damit bereits raus aus der Tour. Für eine positive Überraschung sorgte der Niederländer Steven Kruiswijk. Er führte lange Zeit mit einem Vorsprung von über 6 Minuten vor dem Hauptfeld mit dem gesamtführenden Geraint Thomas in Gelb und Titelverteidiger Christopher Froome. Obwohl Froome beim entscheidenden Anstieg nach Alpe d'Huez von einem Zuschauer attackiert wurde, ließ er sich vor Tausenden von Radsportfans an der Strecke nicht irritieren. 3,5 Kilometer vor dem Ziel überholte er Kruiswijk, musste sich im Schlusssprint dann aber seinem Teamkollegen Geraint Thomas geschlagen geben. Der Waliser gewann am Ende vor Dumoulin, Bardet und Froome und fährt damit weiter in Gelb. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 20. Juli. Von Frankreich naht ein Tief, das im Laufe des Tages morgen im Südwesten und Westen Deutschlands erste Schauer und Gewitter verursacht. In der Nacht ist es überwiegend klar, am Tag scheint vielerorts die Sonne. Am Nachmittag ziehen im Westen und Südwesten mehr Wolken auf und mancherorts muss mit Schauern oder Gewittern gerechnet werden, die vor allem durch Starkregen kräftig sein können. In der Nacht 18 bis 7 Grad, am Tag 22 Grad an der Nordsee und 34 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Samstag wechselhaftes Wetter, vor allem im Süden und in der Mitte Schauer und Gewitter, die unwetterartig sein können. Im Nordosten ist es meist freundlich. Am Sonntag im Süden und Osten teilweise kräftige Schauer und Gewitter, sonst Sonne und Wolken. Am Montag viel Sonne, Richtung Südosten ein paar Schauer.
Um 22.15 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Verhängnisvolle Manipulation, die tödlichen Folgen von gefälschter Wissenschaft und ein einziges Auf und Ab, der Streit über die Einheitswippe in Berlin. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.